Hallo und danke fürs Einschalten. Anders als die mehrheitlich klassischen Waffen, die ich hier vorstelle, präsentiere ich heute mal etwas Moderneres. Die Heckler & Koch P8, eine modifizierte USP, wie sie bei der Bundeswehr eingeführt ist. USP steht für universale Selbstladepistole. Die gezeigte 9mm gehört nicht mir, sondern war zum Zeitpunkt der Aufnahme Eigentum der Firma Waffenwill & Apel in Bochum bzw. Hannover. Vorweg einen herzlichen Dank. Die Entwicklung begann um die Wendezeit mit Blick auf den kommerziellen Erfolg der Glock und der SIG-Sauer-Modelle. Dabei hatte man primär den lukrativen Behördenmarkt, insbesondere den der USA, im Auge. Erste Versuche mit Prototypen folgten in Zusammenarbeit mit US-Behörden. Ende des Jahres 1992 wurde die zweite Generation von Prototypen fertiggestellt, die aufgrund der ersten Testserien weiterentwickelt wurde. Bereits im Januar 1993 wurde diese Waffe im Kaliber 40 Smith & Wesson offiziell eingeführt. Soweit ich weiß, war das das Ausgangskaliber. Macht ja auch Sinn, wenn man 9-Parer- und 45er-Varianten herausbringen will. Es gab Versionen mit und ohne manuelle Sicherung und mit unterschiedlichen Abzügen. USP Match, Elite, Expert und Custom Sport waren für die Bedarfe von Sportschützen zugeschnitten. Dagegen waren USP Compact, Tactical und Compact Tactical für Behörden und Personen optimiert, die ihre Waffe bei sich tragen. Eine zusätzliche Kaliberoption mit 357 SIG bot die Compact-Ausführung. Alle USP-Ausführungen haben seit 1994 Polygonläufe, ausgenommen die P8, die hat ein Feldzugprofil. Aus derselben Wurzel wie die USPs wuchs auch die größere Mark 23 im Kaliber 45 ACP, hier ist eine mit Schalldämpfer. Genutzt wird sie in verschiedenen Versionen von Zivilbehörden und Militärs. In Deutschland zum Beispiel als Bundeswehr P8 und bei der Polizei tut sie als USP in einer Kompaktversion ihren Dienst mit dem Namen P10. Des Weiteren dient sie in Dänemark, Luxemburg, Frankreich, Irland, Polen, Estland, Griechenland, Georgien, Australien, Kanada, in den USA, in einigen asiatischen und arabischen Staaten und auch noch weitere. Selbst Lara Croft in Tomb Raider führt eine USP-Match. Wie zahlreiche moderne Kurzwaffen besteht ein großer Teil des Griffstücks aus Polyamid, was natürlich im Vergleich zu Metallgriffstücken Gewicht einspart. Das vorliegende Stück hat eine USP-Sicherung, die Bundeswehr P8 ist andersherum in der unteren Stellung gesichert und oben feuerbereit. Verriegeln tut sie mit einem Browning-Petter-SIG-System, einem modifizierten Browning-System mit Block im Auswurffenster. Und wie man sieht, verfügt die Waffe über einen außenliegenden Hahn. Der kann sowohl von Hand als auch über den Double-Action-Abzug gespannt werden. Und natürlich hat die Bundeswehr feste Visierungen verbaut. Die verstellbaren Visierungen sind hauptsächlich für den zivilen Markt bestimmt. Ist das Magazin leer, verbleibt der Schlitten in geöffneter Stellung. Wenn man dann fertig geladen hat oder den Verschluss vorschnellen lassen möchte, kann man das gut einhändig tun. Das geht aber nur mit der rechten Hand. Zur Magazinentnahme muss man hier unten den Hebel am Abzugsbügel nach unten drücken. Das ist dagegen auch gut für Linkshänder machbar. In das Magazin passen in der Bundeswehrversion 15 Patronen, ist ja auch das kleinste Kaliber. Die Expert fasst bis zu 18 Patronen im Kaliber 9mm Para. Anders als spätere Entwicklungen des Herstellers weist sie noch keine wechselbaren Griffmodule auf. Zerlegen wir die P8 hier mal feldmäßig. Dazu muss der Schlitten wie bei vielen Modellen etwas nach hinten gezogen und der Schlittenfang an der vorgesehenen Stelle seitlich herausgedrückt werden. Eine Besonderheit der USP-Familie ist dabei, dass ein eckiger Teil des Schlittenfanghebels mit herausgedrückt wird und an der passenden Ausfräsung im Schlitten diesen während der Entnahme offen hält. Anschließend ist der obere Aufbau frei. Hier vorne ist wie üblich die Schließfeder bzw. die Schließfedern. Das Besondere dabei, es handelt sich hierbei um zwei einzelne Federn. Das Feature ist erst bei Entwicklung der letzten Jahrzehnte verbaut worden. Sehr nutzerfreundlich ist auch, dass diese gefangen sind und somit nicht verspringen können oder mit viel Kraft herausgeschleudert werden können. Die P8 verfügt über eine Schlagbolzensicherung. Nur wenn auch der Abzug gedrückt wird, schiebt dieser Hebel hier,
diesen Knopf nach oben, deren innere Form den Schlagbolzen sonst sperrt. Das zeige ich euch jetzt hier mal in einer Animation. Hier ist jetzt die Platte mit dem Arm und der Sperrblock für den Schlagbolzen. Der Abzugsstollen ist hakenförmig und wird von einer Blattfeder gelenkt. Hier, das ist der Unterbrecher. Anders als beim Gros der Pistolen ist dieser kein Teil der Abzugsstange und auch nicht stiftförmig. Heckler & Koch verbaut diesen scheibenförmigen Unterbrecher, der geradlinig abgesenkt wird. Vorne sieht man auch, dass die beiden Schließfedern bereits zu Beginn des Repetierzykluses gleichzeitig gedrückt werden. Zum Zusammenbau muss man als erstes wieder den Lauf einlegen. Als nächstes dann die Schließfederneinheit wieder an ihren Platz bringen. Da hat man ja schon mal das Oberteil zusammen. Anschließend wieder die Komponenten zusammenschieben. Muss man natürlich genau einpassen. Die Hochzeit mit dem Schlittenfanghebel besiegeln und dann ist sie auch schon wieder die alte. Ich lade euch auch zu meinen Vortragsvideos zum Thema Waffenbesitz und innere Sicherheit ein, falls ihr sie noch nicht kennt. Dann habt ihr Argumente und Quellen dazu. Ansonsten schaut euch auch gerne meine anderen Waffenvorstellungen an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sage ich mal, bis zum nächsten Video.